Eine Zukunft ohne Italien, davon träumen die meisten Südtiroler. Jedenfalls ist das das Ergebnis einer Umfrage der Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung. Dabei wurden 700 deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler befragt. Manfred Mölk auf dem Weg zu einer Medaille für Italien. Geht's nach dem Willen der Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung, ist das ein Bild aus vergangenen Tagen. Wenn Tania Cagnotto eine Medaille bei internationalen Wettkämpfen holt, soll nicht mehr die italienische Hymne gespielt werden und überhaupt öfters mal weiß-rote Fahnen geschwenkt werden. Kurzum, die Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung arbeitet an einer Zukunft ohne Italien. Eine Umfrage des österreichischen Meinungsforschungsinstituts Camasin hat ergeben, dass die Mehrheit der Südtiroler sich eine Zukunft ohne Italien wünscht. Eva Klotz fühlt sich auf ihrem jahrelangen Weg bestätigt. Das ist die wichtigste Frage, denn Ausübung des Selbstbestimmungsrechts ist eine grunddemokratische Angelegenheit und es ist die wichtigste Frage. Wir werden auch in Südtirol nie alle unsere Probleme lösen, aber ohne Italien können wir sie alle leichter lösen. 700 deutsch- und ladinischsprachige Wahlberechtigte wurden befragt, gewichtet nach Alter, Beruf, Herkunft und Partei. Hier hat die Umfrage ergeben, dass selbst mehr als 50% der SVP-Wähler sich für die Unabhängigkeit von Italien aussprechen. Die Südtiroler Volkspartei ist ja zum Zweck der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts im Jahre 1945 gegründet worden. Und die Selbstbestimmung steht immer noch im Parteistatut. Es ist also zu aktivieren. Wir wissen genau, dass die Südtiroler Volkspartei die Selbstbestimmung nicht im Wahlkampf haben will, weil das eben eine Grundsatzfrage ist. Sie wird alles tun, um alles auf die Tagespolitik herunterzubrechen. Und das werden wir verhindern. Die Umfrage wurde aus aktuellem Anlass in Auftrag gegeben. Im nächsten Jahr wird in Schottland ein Selbstbestimmungsreferendum abgehalten. Knoll hofft auf schottischem Aufwind. Auch Großbritannien hat zuerst absolut Nein gesagt, so wie Italien das ja auch immer bei Südtirol macht. Aber die Schotten haben eben nicht locker gelassen und haben so lange insistiert, bis sie jetzt dieses Recht bekommen haben. Und nächstes Jahr im September wird es in Schottland zu einer Abstimmung kommen. Und ich glaube, was die Schotten dürfen, muss auch den Südtirolern zustehen. Und deswegen möchten wir mit dieser Umfrage einfach aufzeigen, dass ein großer Teil der Großteil der Südtirolerinnen und Südtiroler für eine Unabhängigkeit von Italien wäre. Wie diese Zukunft ohne Italien genau aussehen soll, danach wurde diesmal bewusst nicht gefragt. Die Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung wollte die Unabhängigkeitsbefürworter nicht in mehrere Lager aufspalten. Aufgeschlüsselt wurde das Ergebnis der Umfrage aber auch nach Parteien. Demnach sprachen sich von den großen Parteien nur die Grünen-Sympathisanten für einen Verbleib bei Italien aus. Selbst der Großteil der SVP-Wähler wäre für eine Zukunft ohne Italien. Den Verfassungsrechtler und SVP-Senator Karl Zeller überrascht das überhaupt nicht. Und dass, wenn es möglich wäre, sich von Italien abzuspalten, wir alle dafür wären, oder die große Überzahl der Südtirolerinnen und Südtiroler, das ist ja auch von uns so gewünscht. Nur müssen wir realistisch bleiben, wir müssen pragmatisch bleiben und das hat uns eigentlich in Südtirol zu Wohlstand und Erfolg gebracht. Die Südtiroler Freiheit vergleicht Südtirol gerne mit Schottland. In Schottland findet im nächsten Jahr so ein Selbstbestimmungsreferendum statt. Ja, die Schotten sind natürlich am weitesten, weil die Regierung von Großbritannien den Schotten freiwillig die Möglichkeit eingeräumt hat, eine Abstimmung zu machen, ob sie noch beim Vereinigten Königreich bleiben wollen. Die Ausgangslage ist natürlich erheblich anders als bei uns, denn die Vereinigten Königreiche, wie der Name schon sagt, eines dieser Königreiche war ja auch Schottland. Und Schottland war ja mal eine eigenständige Nation und insofern ist die Lage anders. Zum anderen ist eben England bereit, das Ergebnis zu akzeptieren und die Schotten in die Freiheit und die Unabhängigkeit zu entlassen, was man eben von Italien nicht sagen kann. Also gehen Sie davon aus, dass in nächster Zeit so ein Referendum in Italien und in Südtirol nicht stattfinden wird? Das ist nicht gesagt, das hängt vom historischen Kontext ab. Die Südtiroler Volkspartei hat ja als Punkt 1 ihres Programmes ja auch die Forderung nach Selbstbestimmung. Nur bisher haben sich keine Gelegenheiten ergeben, wo man das auch wirklich durchsetzen hätte können.
Und es ist nicht gesagt, dass so eine Situation nicht auch für Südtirol sich ergeben könnte. Derzeit sehe ich das noch nicht so. Ich glaube, dass wir jetzt wieder gute Voraussetzungen haben, mit der Regierung Letta an der Autonomie weiterzuarbeiten, diese auszubauen. Und die Autonomie hat uns ja eigentlich sehr viel gebracht, auch wenn natürlich die Grenzen zwar durchlässiger geworden sind, aber eine Grenze gibt es noch am Brenner und an anderen Orten. Die Frage ist, Freistaat, das würde ja heißen, andere Grenzen auch noch in Salurn aufbauen, ob man das will.